Das Inka-Team wünschen Ihnen und euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Die Tageslosung von heute lautet: Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir? Flieh wie ein Vogel auf die Berge. Psalm 11, Vers 1. Jesus spricht: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, Vers 27. Frieden, ein frommer Wunsch. Hier bei unseren Inka-Angeboten versuchen wir stets mit offenem Herzen und offenen Augen unseren Gegenüber zu begegnen und haben so in den letzten 5 Jahren viele tolle Erfahrungen sammeln können. Jede Woche Freitag findet hier im Gemeindehaus Garten das Inka-Café. Vor Corona mit rund 100 Menschen. Jede Woche. Nun müssen wir wegen Corona pausieren. Auf diesem Weg möchten wir aber alle ermuntern, unter Einhaltung aller gegebenen Regeln seinen Nächsten weiterhin im Blick zu haben und sich zu begegnen per Telefon, im Videochat, per Brief oder mit Abstand real. Oft singen wir in unseren Gottesdiensten folgendes Lied: Lass sie uns. Lasst uns das Lied an unseren Nächsten konkret werden lassen und in die Tat umsetzen. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Den Satz finde ich gut und wir setzen das also jeden Freitagnachmittag im Inka um mit ganz vielen netten Leuten. Einer davon ist mein Freund Mohammed aus Syrien. Wir halten mal Abstand auf 1,50 Meter. Ne? Hoffentlich können wir uns bald wieder direkt anfassen und es ist eine tolle Sache, ne? Wo sich Menschen aus ganz vielen Ländern gut und friedlich zusammentreffen, um sich zu begegnen und den Tag zu gestalten. Ja, bis dahin bleibt geschützt, behütet, gesund. Wir freuen uns, das ganze Inka-Team. Auf bald, inshallah.